Hallo. 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 Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Morgen. Morgen, Genosse. Morgen, Genosse, auch im Sinne der SED-FDJ-Kreisleitung. Jawohl. Solo bitte. Erik. Genosse Erik. Genosse Hanegger. Ich grüße Sie. Ja. Guten Morgen. Willkommen auf der LBG. Was war das? Fröhliche Sonne? Frohe Hoffnung, immer noch. Ah, ja, wir haben frohe Hoffnung. Guten Morgen, Herr Mielke. Guten Morgen, Herr Kranz. Guten Morgen. Was haben wir denn heute zu tun? Ist ja hier. Ich weiß nicht. Also heute liegt dann das Feld 20 zu Main. Main? Genossen, wo ist denn hier Feld 20? Jawohl, ihr habt das hier auf meiner Übersichtskarte hier, habe ich das hier, Taschenformat habe ich natürlich das eingefügt. Feld 20. Ist okay. Mit was müssen wir halt, ja, hier. Fangen wir an. Genosse Kranz. Ja. Legen wir los. Sagen Sie mal, Genosse Hanegger. Ja. Meine Frage. Ja, bitte. Stehen Sie in Kontakt mit dem Westen? Natürlich nicht. Aha. Das ist der Klassenfeind, das geht nicht. Aha. Und Sie? Ich bin Exilkubaner. Ah. Ja, Fiedel. Wissen Sie. Ja, Fiedel, ne? Es ist Schwager. Herr Mielke. Ich möchte ich sagen, ne? Den Herr Hanegger, der müssen wir ein bisschen unter Kontrolle halten. Gucken wir mal, weil Sie haben auch ein Westprojekt. Produkt. Ja, den müssen wir unter Kontrolle halten. Ja, ja, unbedingt. Ich will auch mal drauf halten. Ja, ja, und die Sonnenbrille gleich mit, ne? So können wir erstmal starten. Ja, hier. Ja, Herr Kranz, Herr Genosse Kranz, wir legen los. Ja. Mit was? Auf die Mietrische, fertig, los. Wo sind die? Einmal drehen, bitte. Ah ja, ein da hinten. Ich folge. Ja, wer macht was? Erik, nimm den W50. Ich nehme W50. Na gut. Oh ja. Alter, Wübscher. Ja. Ja, auf geht's. Ja. Ich folge, Erik. Ja. Ja, schön hinterher hier. Sehen wir ja einen schönen Zeitdruck, 11.12 Uhr. Ja, das wird Abend aus dem Feld geschafft sein. Mhm. Was? Wir haben ja nicht mal, wir haben ja, müssen wir Gas geben hier. Ja. Ja, also das sind wieder diese Exilkubaner noch, die wir warten mussten. Ja, die machen ja auch mehr Pause als andere, habe ich mal gehört. Ja, ja. Der Kollege, der Genosse Kranz. Ja. Der hat es aber eilig hier. Oh, ja. Ja. Ich muss mal gucken, wo ist denn der Genosse Hanegger? Ja, ich bin hinten. Ja. Ich hab ein Auge auf euch. Naja, wir sind's gewohnt. Und das Ohr. Also das war mir klar. Ihr Lieben da draußen, wir begrüßen euch hier auf unserem Ostprojekt. Viele werden sich fragen, war das hier Stand-Up-Comedy? Nein. Ihr Lieben, wir spielen ein bisschen den ehemaligen Osten nach, die alte DDR. Und so wie es früher war, mit ein paar Szenen, wie es früher wirklich war und ein paar Sachen, die wo wir einfach so ein bisschen freier finden, damit uns der Spaß nicht abhanden kommt. Ja, die Genossen habt ihr ja schon kennengelernt. Die haben sich ja schon sehr gut vorgestellt. Und hier, wer fragt, auf welcher Karte wir spielen? Wir sind hier auf der Halle Torgau oder Tornau. Hier sind wir unterwegs, richtig? Richtig. Ja, seht ihr, Genossen, wir sind einheitlich. Wie gesagt, alles mit Original DDR Equipment. Wir haben hier, glaube ich, kein West-Produkt am Start. Das wird euch passen hier. Und ihr seht, der Genosse Mieke, der hat hier ein Problem. Wo fahren wir denn jetzt hin? Hallo? Achso, holen wir sie jetzt was zum Essen noch? Okay. Ja, ich weg mal wieder nicht. Ich war schon mal in der Kofalle und habe Uffluff gekauft. Uffluff, oh, das ist super. Oh, das ist super. Ich möchte Bogge. Ich komm mal hier rüber. Du. Wohin müssen? Ja. Habt ihr euch verfahren, Jungs? Ja. Der Genosse Mielke,
Ja, der ist heute irgendwie sehr stürmisch unterwegs hier. Warum macht der schon wieder Dorfrundfahrten? Ja, Au! Ich warte mal ab. Wir haben doch keine Zeit. Ja. So. Ja. Oh. So. Jetzt. Der Genosse hat es jetzt wieder im Griff. Herrgott im Himmel. Also, ja? Spielt eigentlich den Abfahrer von den Mietrichern. Herr Genosse, Annika. Ja, ich habe aber da meine Anhänger auf der falschen Seite. Ja, ich kann man wirklich unterstützen. Das ist ja alles für den Sozialismus, ja. Ja. Danke, oh, wie gesagt, ne? Wir haben aktuell noch 289.581 Ostmark, ne? Ja. Ich möchte jetzt bloß mal die Zuschauer darauf hinweisen, wir spielen hier mit Original Ostwährung. Oh, hier geht's los. Ich muss mich aufstellen. Ich lass mal den... Zweimal vorgewendet, bitte. Rückwärtsgang. Oh, das schaut richtig gut aus. Wäre vorteilhafter Genossen, andersrum zu fahren. Ja, stimmt. Herr Genosse Hernecker, also. Das war nur ein kleiner Hinweis. Jawohl, harter Ton. Führung muss sein. Ja, die Kreis SED FJ-Leitung guckt uns auf die Finger. Oh, stimmt. Wir müssen ein gutes Bild machen. Kann ich voll und ganz verstehen, ja. Ja. Aber reicht uns ein Abfahrer? Oh ja. Mehr haben wir nicht zur Verfügung gerade. Stimmt, uns fehlt ja noch ein Genosse. Genosse ist noch im Urlaub. Ah. Kuba. Wahrscheinlich. Ja. Ich denke mehr auf Rügen. Ah. Ja, auf Rügen. Ja, im FTGB-Heim. Oh, Dorsa her. Ah, Rügen ist eine schöne Insel. Ich finde, wir machen das richtig gut. Ja, das sieht wunderbar aus. Ja, ich finde es auch. Also wirklich, also ich bin sehr begeistert. Der Genosse Hanneke nimmt das ja ab. Ah ja, ne? Das ist ja. Ich hab euch im Blick. Ja, mit Flugzeug, ne? Das ist eine Drohung. Das sind die anderen. Ah ja, ach so. Der Russen spielt auch mit hier. Das ist der Klassenfeind. Ah ja, Westen wieder. Jetzt bestimmt der dicke Helmut Kohl drin. Oh, Tiefflieger, darum. Ja. Au. Genossen, man gibt's eigentlich Mittag. Das ist 42 Minuten. Heute gibt's keine Pause, heute wird durchgezogen. Haben wir den Brotzeitwagen? Wer fährt denn den hierher? Der vermisste Kollege. Ah. Sitze? Ich hab's gewusst. Der Kollege hat den Weg nicht gefunden. Der Genosse. Also, der Genosse, genau. Ich muss mich auch daran gewöhnen. Genosse. Nicht Kollege. Genosse. Hier gibt's keine Kollegen, hier gibt's nur Genossen. Herr Kollege, geht wieder das. Genosse Hanneker. Ich möchte nichts sagen, ne? Ja, bitte. Aber so können wir nie mehr umfüllen. Falsche Geschoss. Wieso falsche Geschoss? Weil das Rohr zu niedrig ist. Ja, dann haben wir ein größeres Problem. Es geht auch hier nicht rein. Da muss der Genosse nochmal kaufen. Ich bin mal weg. Jo, Genosse, Annika. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis demnächst. Jawohl. Ja. Ich fange auch gleich an zu arbeiten. Ach, die SCD-Kreis-FDJ-Leitung. Ah, ja, die macht mich alle. Das ist schlimm, ne? Da musst du ja was gewöhnen, ja. Lass mal den hier stehen.
Naja, der kann eigentlich so zum Gehöft. Ja, dann mit dem kann man ja den, ja, das Stroh einladen bestimmt. Haben schon einen Plan. Achso. Genosse Mieke und ich machen das sehr gut, ja. Gelernt ist gelernt. Oh, eben. Ne? Ist hier schon eine Wiege gelegt worden hier. Ich hab gar nicht gewusst, dass wir früher solche moderne Autos hatten, ja. Das ist doch noch nicht modern. Das ist nicht die alte Technik. Achso. Na ja. Ah, jetzt verstehe ich. Was verstehst du? Ja, was du vorhast. Genosse. Ach so, okay. Ich hoffe, es klappt. Kollege, ich Mieke. Ich gebe Ihnen brüderlichen Rat. Achtung. Jo, Kim. Nee, da will ich. Jetzt. Was machen die Genossen denn da? Arbeiten. Eben. Nee. Jo. Arbeiten. Herrschaftszeiten. Da machst du was mit, du. alles wird. Jö. Ich bin gleich dahinter, ne? Ich seh's im Rückspiegel. Echt? Siehst du da was? Oh ja. Irgendwo einen leichten Schatten. Oh, ich glaub, das ist bloß was für kleine Menschen hier. Das ist unsere modernste Technik. Ja. Gewisse Anhänger. Die HW. Das ist die hier, die Auseinanderbauten? Das sind Ballen. Auseinanderbauten? Das sind bestimmt die Ballen. Wo bist du denn? Da auf dem Hof. Jawohl. Warte mal, ich komm mal hin. Achso, die vorne stehen, das ist für Ballen, aber wir haben. Was kannst du gleich noch mal kaufen? Ja. Mal ein bisschen Geld rausgeben. Aber vorher den Antrag senden, ne? Ja, ich habe noch freie Hand. Gut, dann werde ich meinen Antrag. Aber was bin ich gekommen? Von der Parteiführung. Kreis FDJ, FDD, so. Ja. Leben deine Genossen hier wieder. Jetzt wird's aber schon brenzlig. Ja, dann machen wir gleich Pause. Ja, ist gut, das ist gut. Erik haben es ja wohl verdient. Ja, so ist das mit der Planwirtschaft. Ja. Jö. Oh ja. Jö. Erik! Oh, ja. Willst du auch eine Bämme? Jo. Alter, go. Da, bitte. Danke. Bitte. Hey. Erich, wir haben ein Problem. Jagdwurst? Ja. Okay, Meter ist schon gelaufen. Leben denn die Genossen hier? Leben denn die? Wieso nicht, ja. Och. Ja, willkommen erstmal in meiner alten Heimat. Aber ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier. Ja? Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder
einschaltet hier. Ne, Genossinnen und Genossen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt. Wie heißt es wieder? LPG? Ja. Ja, ja. Okay, das muss ich machen. Wir üben das nochmal bis zur zweiten Folge. Jetzt sind wir raus, sagen Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao. Tschö.